Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Asterix and Friends Update 3 Kontrollbesuch. Jawohl, da bin ich wieder. Wir ernten wie immer erstmal die ganze Kohle. Und ich mache auch mal eben den Bauernhof leer. Gut, also, das ist gerade so mega laut auf dem Ohr. Ich habe gerade mit dem David Cube World gezockt und da der immer so leise ist, muss ich das mal so laut stellen. So, wir haben hier die beiden Gürtel sogar noch im Petto, sage ich mal. Nehmen mal eben die Quest hier an. Jawohl. Die Gürtel 1 und 2 haben wir dem schon mal gebracht. Die dürfen jetzt auch direkt aus dem Inventar sein. Das haben die ja... Nee, haben die... Hä? Okay, sind sie nicht. Und so, jetzt muss ich nur eben die Schleifen finden. Da, rotes Band einsammeln. Und hier der Faden. Tadadada! 10 Erfahrungspunkte und 90 Sesterze. Genau, denn das gab es für diese Aufgabe. Und jetzt müssen wir mal gerade ein bisschen fischen gehen. Damit sich die ganzen Fischschwärme auch wieder generieren, will ich mal sagen. Die Schweinedinger sind nicht so schlimm. Hier haben wir auch, könnte ich auch noch rausnehmen. Ich krieg momentan die Steine nicht weg. Hier, ihr seht schon, Holz und Stroh ist mittlerweile etwas abgebaut, aber die Steine, die wollen irgendwie noch nicht so. In der Zeit, wo der Junge da am Fischen ist, der gut rumklickt, gucken wir uns mal eben die nächste Quest an. Wir sollen zwei Federn bringen und 4 Rüben sammeln. Was soll das denn? Das heißt, es reicht nicht, wenn wir sie haben. Ich guck mal gerade, ob ich nicht sogar... Ja, ich habe doch Federn. Bringe Federn. Ja, was soll das denn? Zwingen die mich jetzt dazu, die zu finden, oder was? Bringe Federn. Federn. Hm. Na gut. Dann versuchen wir erstmal die Rüben zu kriegen. 15 Stück hier erstmal. Mal gucken, ob wir da eine Rübe rauskriegen. Habe ich denn Rüben? Rüben, Rüben, Rüben. Ja, ich habe Rüben, aber die zählen nicht. Da war ein Flachs dabei, sehr geil. Noch ein Flachs. Ich will Rüben haben, verdammt. Jetzt gib mir doch kein Flachs. Was soll das denn? Das gibt's doch nicht. Jedes Mal das gleiche. Braucht man Rüben, kriegt man Flachs. Braucht man Flachs, kriegt man Rüben. Na gut, hier haben wir noch mehr Nahrung. Alles mal mitnehmen hier. Zack, 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 zack. Nächstes Feld. Das gibt's nicht, jetzt krieg ich keine Rüben mehr. Sammle Rüben. Ist ja mega asozial. Ich hab's übrigens geschafft, liebe Freunde. Ich habe den Erfolg mit dem kompletten, mit der kompletten Karte der Römer zu säubern. Den habe ich geschafft. Das kann ich euch mal hier gerade zeigen. Hier, verprügelt und vertreibt alle Römer in Reichweite. Habe ich abgeschlossen. Da muss man echt das komplette Ding hier leeren. Habe ich jetzt immer noch keine Rübe oder was? Doch, 3 Stück. Na endlich. Ist da noch eine drin? Nee. Mann, habe ich wieder einen Frosch im Hals, wo ich die Aufnahme noch gerade erst starte. Dann gehen wir noch eben ein paar Wildschweine jagen. Vielleicht können wir dann mit der Restnahrung die letzten Rüben finden. Immerhin haben wir jetzt schon mal 3 von 4, das ist ja schon mal etwas. So, erstes Wildschwein, da unten, hier, wo ist denn hier das Wildschwein? Ah, da. Da oben. Wusste ich gar nicht, dass sie auch da oben sein kann. So, und danach müsste das Wildschwein irgendwo erscheinen. Natürlich in seiner Reichweite. Kloppt man nieder. So, weg mit dir, du blöder Penner. 91%. Hat gereicht. Super. Da. Jetzt können wir das Wildschwein schlagen. Dann haben wir da unten noch eins. Ja, das ist natürlich richtig cool, wenn man die ganze Karte hier frei hat. Da hat man 7 Fische und 7 Wildschweine. Das bringt einem natürlich schon eine Menge Nahrung ein. Ist eigentlich ziemlich cool. Nur irgendwie benutzt man das halt nicht, weil man hat ja auch nicht die Zeit jetzt da jede 10 Minuten hier in das Spiel reinzugehen.
Da bringt es einem natürlich dann nicht so viel, aber naja, nice to have, sage ich mal. Und es gibt ja 20 Römerhelme, wenn man das einmal schafft. Also für die Römerhelm-Fanatiker unter euch, versucht es mal. Da muss man natürlich dann ein bisschen zurückschrauben, was das Besiegen der Legionen angeht. Aber es ist möglich. Ohne große Aufwände. Ich habe 4-mal gegen den Druidenzirkel kämpfen müssen, bis ich ihn dann erobert habe. Also ich habe 3-mal verloren und beim 4. Mal dann gewonnen. Weil ich nicht über eine Prozentchance von 56% kam und die einfach immer nicht hoch genug war. In dem Falle. So, hier. Komm, bring mir noch Rüben. Da sind schon wieder neue Sachen dazugekommen. Ich glaube, ich packe hier auch noch eben 2 Knochen wieder rein. Ja, die Hummer, die lasse ich, weil so lange bin ich nicht mehr auf. Und, war da wieder eine Rübe bei? Natürlich nicht. Was soll das denn? Ja. So, hier. Achso, das Holz habe ich schon rausgeholt. Die Federn. Wie kann ich dem denn dann die Federn geben? Muss ich dann irgendwie Holz hacken oder was? Ja, doof, dass ich jetzt... Ich musste die Quest ja aber annehmen. Ansonsten zählt das Sammeln ja nicht. Das heißt, die werde ich abgeben, ohne in der Aufnahme zu sein. Aber das ist ja nicht schlimm. Ihr wisst ja dann Bescheid. Ja, Flachs. Wie viele Quests haben wir denn mittlerweile? 162. Das ist dann 163. Das heißt, es fehlen noch 2. Noch 2. Was könnten das denn für 2 Quests sein? So ein Banner könnte natürlich sein, ne? Oder eine Jacke. Das wäre natürlich auch noch möglich. Aber dazu müsste ich das Gebäude erstmal auf Stufe 8 kriegen. Und das kann man erst mit Level 41. Also ich hoffe, dass es das nicht ist. Aber gut. Haus des Baden ist der letzte, den ich übrigens noch aufrüsten muss auf Stufe 6, um den nächsten Erfolg freizuschalten. Ich weiß nicht, ob ihr euch die mal so angeguckt habt. Da sind ja schon ein paar Erfolge, bei denen man mal eben schnell gemacht bekommt. Und dann doch wieder ein paar, die dann etwas länger dauern. Komisch ist allerdings, das kann ich euch mal zeigen, beim Erfolg steht zum Beispiel hier mit Rumklicks. Trainiere Rumklicks auf Stufe 10 und hier steht bei mir 7. Er ist aber gerade auf Stufe 6. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das ist aber auch ein bekannter Fehler. Flachs, ja, super. Habe ich wieder Flachs bekommen. Aber gut, dann füllt sich das schon mal für die nächste Flachs-Quest. Dann hat man das. Also, wenn ihr das Video hier seht, bevor ihr irgendwie Level 25 oder so seid und die Schneiderei noch nicht gebaut habt und schon Flachs besitzt, niemals verkaufen, alles behalten, Leute. Ich sage es euch, ihr kriegt so, so viele Quests mit Flachs. Unbedingt behalten. Ja, Kohle habe ich auch keine mehr. Da könnte ich mir aber eigentlich mal eben Kohle rüberschicken. Also, was heißt rüberschicken? Hier aus dem Dingens holen. Das ist ja Kohle, die ich schon erarbeitet habe. Denn ich möchte Stahlbarren machen. Ich bin nämlich gerade dabei, meine einfachen Schwerter zu so normalen Schwerter hier auszubilden. Aber dafür braucht man ja Stahlbarren. Das ist so ein unglaublich aufwendiger Prozess, die so hoch zu kriegen. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache, aber ich will einfach wenigstens ein Stack von diesen normalen Schwertern in Hinterhand halten, für den Fall, dass ein neues Update rauskommt, wo man dann halt ein bisschen mehr Stärke benötigt. Die kann man ja schön im Briefkasten versauern lassen, das ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe übrigens auch... Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Ich habe übrigens auch... Mann! im Forum einen Vorschlag reingepackt. Das ist etwas, was mich persönlich ziemlich freuen würde, wenn es da mal ein bisschen mehr Feedback geben würde. Und zwar hätte ich gerne noch ein Gebäude, was eben ein Waffenständer wäre. Und zwar hätte ich den nicht gerne so als normales Gebäude, sondern das könnte man hier als Mauer-Upgrade nehmen zum Beispiel. Hier so an den Wand so einen Waffenständer aufbauen. Und in diesen Waffenständer kann man dann eine gewisse Anzahl an Waffen reinpacken, egal wie viele. Also zum Beispiel Level 1 könnte man dann da 20 Waffen reinmachen und ob man da jetzt 8 Schwerter und 12 Speere reinpackt oder ob man da jetzt 20 Speere reinpackt, wäre in dem Moment egal. Einfach 20 Waffen. Fände ich zum Beispiel ziemlich gut, weil
Wenn man sich das hier anguckt, ein Speer kostet Platz, Schwert kostet Platz. Bei 20 kostet das dann schon 4 Plätze und die könnte man eben alle da reinlagern. Ich hatte da auch mit Materialkosten und sowas, was ich mir da vorstelle, mit einem Beil und Holzbretter und Holzstämme und sowas. Ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool. Aber irgendwie scheint da niemand anders diese Idee gut zu finden. Schon ein bisschen schade oder auch merkwürdig, weil wundert mich, dass ich da der Einzige bin, der da eben sich sowas wünscht oder wünschen würde. Ich fände es halt, wie gesagt, ziemlich geil, so einen Waffenständer zu haben. Dann könnte man dann da die Waffen reinpacken und rausholen, wenn man sie dann eben aufrüsten möchte. Das würde einiges an Umarbeitung sparen mit rumschicken und so und bis man dann die Sachen zusammen hat. Keine Ahnung. Fände ich irgendwie ganz cool. Und ansonsten ist ja das Spiel als solches eigentlich schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also auch wie das aufgebaut ist von den Inventarplätzen her und. Finde ich, ist das ziemlich gut. Also da kann ich nicht meckern. Es sind ja viele, die momentan so aufgebracht sind wegen dem Problem Flachs, weil man eben so viel benötigt. Da ist jetzt eigentlich meine Idee gar nicht, die Kosten für Flachs irgendwie zu senken oder so. Nein, sondern ich persönlich würde einfach noch andere Aufgaben einbauen, wo man eben auch ein bisschen mehr sammeln muss. Dann würde das Ganze nicht mehr als Flachs-Problem abgestempelt werden, sondern einfach als Problem, welches gar nicht mehr so wahrgenommen wird, sondern halt eher so als langwidrige Quest. Also dass es eben so Quests gibt, die etwas länger dauern. Aber das ist halt momentan alles auf Flachs ausgelegt. Und das ist eben das, was, ja, so ein bisschen dieses Flachs-Problem ausmacht, aus meiner Sicht jetzt natürlich. Ich persönlich finde eben, dass das mit dem Flachs gar nicht so schlimm ist. Man kann ja einfach die Felder abernten und dann passt das ja. Was mich nur so ein bisschen daran nervt, ist dann eher gesagt das Strohproblem aus meiner Sicht. Denn man kann aus Holz Holzbretter machen, aus Steine kann man Steinblöcke machen, aber aus dem Stroh kann man einfach nichts machen. Das heißt, das fließt immer ins Nichts. Da fand ich es zum Beispiel geil, wenn man zum Beispiel aus 5 Stroh ein Brot machen könnte. Und das Brot gibt einem eben eine Nahrungseinheit und das dauert dann meinetwegen 10 Minuten in der Herstellung oder sowas. Das würde ja dann auch reichen. Fände ich zum Beispiel ziemlich geil. Und das Ganze könnte man ja dann auf der Dorffarm vielleicht machen oder dass man eben mit 5 Stroh in den nächsten 5 Minuten 2 Nahrung generiert oder irgendwie sowas. Und das kann man dann eben mehrmals machen. Dann würde man das eben auch abbauen. Wäre auch nur so eine kleine Idee. Oder meinetwegen mit 5 Stroh kriegt man in 10 Minuten dann eine Zusatzration oder so. Alle 10 Minuten eine. Und dann kann man das so stacken lassen und wenn man dann mehr Stroh reinpackt, dann kriegt man eben alle 10 Minuten immer mal wieder was. So, da ist jetzt endlich die Wildschweinspur wieder gekommen. Da unten ist sie. Jetzt noch einmal, glaube ich. Jawohl. Jagen. Aber das wäre, glaube ich, auch eine sehr witzige Idee, ne? Also, wenn man Stroh in die Dorffarm packen könnte, wo dann eben daraus Brote gebacken werden und die alle 10 Minuten dann nicht 2, sondern 3 Nahrungseinheiten geben würden, fände ich eigentlich eine ganz witzige Idee. So, wir können wieder ein bisschen Stroh abbauen. 3 Stück an der Zahl. Hoffentlich ist da jetzt eine Rübe bei. Ich glaube es zwar nicht, aber ja, leider nicht. Schade. Da kommt aber wieder das nächste Wildschwein. Probieren wir es direkt damit noch. Dann machen wir das Feld noch leer. Oh, da war wieder eine Wildschweinspur. Wo ist sie? Hier oben. Und? Nix. Sogar 2 direkt wieder. Ja, Federn. Bringe Federn. Ich hab Federn, du Sack. Müsste ich mal im Forum stöbern, ob die Quest fehlerhaft ist oder ob man die wirklich suchen muss aus dem Baum heraus. Vielleicht soll da ja auch nicht bringe Federn, sondern sammle und bringe Federn stehen. Hätte man das vielleicht trennen sollen. Einmal bringe Federn, dass man die bringen soll und dann nochmal sammle Federn,
wenn man sie dann eben auch sammeln soll, dann hätte man da eben drei Stücke stehen, aber es würde ja aufs Gleiche rauskommen. So irritiert mich das eigentlich nur. Aber ich schaue dann nachher mal im Forum nach, ob da irgendwas zu geschrieben steht und kann ja dann in der nächsten Folge darauf nochmal eingehen. So viele Folgen werden ja nicht mehr kommen, das kann man sich ja eigentlich an der Hand abzählen, wie viele noch kommen werden. In der nächsten Folge haben wir 163 Quests abgeschlossen, danach 164 und danach eben die letzte und 165. Das heißt, es werden jetzt noch drei Folgen danach erscheinen. Natürlich kann ich nicht sagen, in welchem Zeitraum. Aber es werden in Zukunft eben nochmal drei Folgen erscheinen. Und in der letzten Folge, wo wir die letzte Quest abgeben, werde ich dann noch ein Fazit einbringen. Ah, da ist doch die letzte Rübe. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt sammle 4 von 4 Rüben. Ja, im Fazit werde ich natürlich auch Vorschläge nochmal einbringen, die ich noch habe. Zum Beispiel auch zu den Tränken und sowas, was ich mir da noch vorstellen könnte. Ich denke, dass das vielleicht auch ganz interessant wäre, mal zu hören, was ihr dann so dazu denkt. Da könnt ihr mir ja gerne auch Kommentare schreiben, dass ich die dann noch mit einbringe in mein Fazit, wenn sie mir denn gefallen. Was ich denn dann da so lese, könnt ihr also gerne auch schreiben, dann werde ich das mit einbringen, wenn ihr denn gute Ideen habt. So, ich glaube, ich mache mal so einen Hinkelstein. Das geht zwar aufs Wasser, aber dann kann ich hier endlich die Mine mal wieder leeren. Einen Hinkelstein kann man irgendwie auch immer gebrauchen. Ich brauche den Stein jetzt gerade sowieso nicht. Schneiderei, ja, ich würde ja gern was machen, aber es lohnt sich einfach nicht. Weil ich nicht wüsste, was. Aber ich glaube, ich... Nee, Leder, ich habe kein Wasser. Ach doch, ich habe Wasser, Moment. Wasser, 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 da ist Wasser. So, jetzt hier noch eben Leder. 2, 3... Dann passt das, weil ich wollte dann noch Lederbänder herstellen. 5 Stück an der Zahl. Ich bin jetzt momentan dabei, wieder so Sachen zu sammeln und mir hier wieder rüber zu schicken. Hier auch Speere und so habe ich mir noch rüber geschickt, weil das eben schon mal Speere sein sollen. Und auch Schwerter, die ich dann aufrüste. Und ansonsten hier wieder Kohle, Perlen und was weiß ich nicht. Ja, da hat mir jemand Flachs geschickt. Das fand ich auch super nett. Das war nämlich das eine Flachs, was mir dann gefehlt hatte für die Hose. Und das Lustige war, eine Sekunde später, ich hatte noch ein Feld abgeerntet, war eben genau dieses Flachs dann auch im Feld dabei. Aber so läuft es ja meistens. Immer kriegt man es dann, wenn man es dann nicht mehr braucht. Ist halt so. So, die Rüben brauchen wir ja nicht bringen. Die schicke ich mir dann mal eben zu, dass ich mir die wieder zurückschicken kann. So. Und 5000 brauche ich jetzt auch, um hier wieder wen aufzurüsten. Ziemlich happig, muss ich sagen. Ziemlich happig. Den Druiden, den haben wir ja schon auf Stufe 4. Das ist ja das Maximum momentan. Der will sogar Wasser haben. Das kriegt er natürlich nicht. Den hier könnten wir direkt machen, wenn ich 5000 hätte. Wo ist denn hier der Fischhändler? Hummer will der haben. Naja, gut. Ja, mit den Federn weiß ich jetzt nicht. Ich meine, wir können noch ausprobieren, aber ich habe halt jetzt keine Nahrung mehr. Halt einen Baum zu fällen, ne? Aber keine Ahnung, ob da irgendwann eine Feder rauskommt. Und ob das die dann auch ist. Eigentlich steht da ja, bringe Federn und wir haben Federn. Ich habe ja hier Federn. Na, wo ist sie denn? Da. Ich habe ja Federn. Da steht bringe. Findest du im Wald? Ja, dann sag doch sammle Federn. Was soll das denn? Naja, gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle wäre es das eigentlich auch schon wieder gewesen. Die Aufnahmen jetzt natürlich nicht mehr ganz so lange wie vor einigen Folgen noch. Das liegt eben daran, dass es jetzt nur noch um einzelne Quests geht. Dann ein bisschen sammeln, gucken, was können wir für die nächste schon anfangen zu produzieren und zu bauen. Aber hier, bringe 2 Federn. Ich habe die 2 Federn, du Schnarchnase. Ich würde sie dir gerne bringen. Aber ich will da jetzt keine 500 Helme investieren, um die Quest zu erledigen. Dafür sind sie mir dann doch zu schade.
Und dann suche ich sie lieber im Wald. Und klopp mich dann noch mit den blöden Römerpatrouillen, die da immer wieder reinkommen. Ja. So sieht's dann aus. Ich würde sagen, wir beenden dann hier die Aufnahme, beziehungsweise diese Folge. Wir sehen uns dann die Tage wieder mit einer weiteren Folge. Vielleicht habe ich dann sogar schon die Federn und dann können wir direkt gucken. Ich schreibe mir dann auf, was ich dafür bekommen habe. Oder ich kann ja auf später drücken, genau. Ich kann auf später drücken. Und die Steffi schreibt mir, na du, und bringt mir Kohle. Die sitzt nämlich hier auch neben mir. Na du, na du. Warum kriege ich einmal Kohle und einmal keins? Ich wusste nicht, dass man das so nach Ach so. Ja. Willst du die Kohle wieder haben, ne? Kannst du behalten, ich habe zwei Stacks. Ach so. Ja, kannst mir gerne ein Stack schicken, wenn du es nicht brauchst. Ja, Steffi hatte das Projekt ja abgegeben, beziehungsweise einfach aus Zeitgründen haben wir dann eben gesagt, dass ich das mache. War ja auch nur als kleines Kurzprojekt zum Update 3. Ja, Kontrollbesuch im Prinzip hatten wir daraus ja gemacht. Und ja. Dementsprechend, sie sitzt aber hier und spielt das auch noch. Welches Level bist du mittlerweile? Ich bin 27. 27, ja. Hat's nicht mehr so viel Zeit, das jetzt zu spielen, ne? Nee. Oh, da war ein Fisch. Fisch, wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Komm her, du Fisch. Ja, genau, 27. Ich bin mittlerweile 36, fast sogar schon 37. Ich habe also echt so einen kleinen Sprint hingelegt, ne? Ging ratzfatz auf einmal. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. So, wir hacken nochmal ein paar Bäume. In der Hoffnung, dass wir eine Feder kriegen und gucken können. Nö. Erdbeeren habe ich gekriegt. Toll. Super. Da hat es wieder geraschelt. Wir machen jetzt nochmal hier dieses ganze Rascheln. Holen wir uns nochmal die ganzen Wildschweine und hoffen, dass wir... Okay, ist nicht geblockt. Und hoffen, dass wir dann irgendwann im Wald so eine doofe Feder finden. Damit wir sehen können, ob man die wirklich finden muss oder ob man sie, ob das ein Fehler ist. Wäre natürlich blöd, wenn das jetzt ein Fehler ist. Ich verkaufe mal gerade ein bisschen was. Die Erdbeeren will ich halten, die schicke ich mir gleich wieder. Das könnte ich eigentlich mal eben machen. Ne, ich habe Federn. Das Problem ist, dass ich die anscheinend finden muss im Wald. Aber da steht Bringe und das irritiert halt. Ne, da steht bringe Federn, aber der nimmt meine nicht an. Das ist ein bisschen doof. So, einen Fisch können wir verticken. Ach, jetzt mache ich da Geschenk, ich Idiot. Ich wollte es verkaufen. So, Fisch verkaufen. Da war wieder keine Feder bei. Tja, da ist nochmal eine Nahrungsquelle, die nehmen wir auch mal mit. Komm her, gib mir den. Sehr gut. Wieder keine Feder. Da war wieder Rascheln. Die letzten Wildschweine suchen wir noch und dann beende ich soweit erstmal die Aufnahme. Stallbarren ist fertig. Können wir auch direkt rausholen. Wieder einen Knochen bekommen. Gehen wir wieder hier oben das Ding wegfällen, weil ich mag das ja nicht, wenn die so verteilt sind auf alle Ebenen. Aber auch wieder ein Fisch. Wieder keine Feder. Jetzt wird es aber langsam albern. Immerhin steht da Bringe. Ganz klar. Ja, ich würde sagen, ich versuche die Quest dann einfach in den nächsten Tagen zu lösen. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wenn irgendwas ist, alle Ansprechpartner und Funktionen seht ihr unten in der Videobeschreibung. Wunschliste, Uploadplan, Facebook. Mein Dorf ist Korken, so wie der Korken aus der Weinflasche. Und, aber ohne Weinflasche, eben nur Korken. Und wenn ihr mich da eben anschreiben wollt im Spiel, könnt ihr das auch sehr gerne tun, falls ihr irgendwie Fragen habt oder vielleicht auch irgendwas haben wollt, tauschen wollt oder sonstiges. Ich bin für alles offen. Federn bringen mir nur leider nichts, falls ihr jetzt auf die Idee kommt, mir Federn zu schicken. Das scheint mich nicht weiterzubringen. So.
Das machen wir noch, die drei, und dann ist die Aufnahme vorbei. Wir gehen noch eben diesen Fisch da unten fangen. Wir können eigentlich das Leder mal mitnehmen. Und noch eins herstellen. So, komm schon. Gib mir jetzt eine Feder. Ich will wissen, ob das funktioniert. Na? Toll, Mistelzweig kriege ich. Was soll das denn? Das ist wieder ein Fisch gewesen. Jetzt werde ich hier aber belästigt von den Fischen hier. Ah, ist sogar direkt hier oben. Na gut, irgendwie will es nicht. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen bei einer anderen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, macht's gut.